Guten Tag. Heute diskutieren wir Modul 6, Lektion 1. Today we are going to discuss Modul 6, Lektion 1. So, Lesson 1. Wo ist Tina? Bausätze Nummer 1 ist, so Nummer 1, Bausätze. Schreib ganze Sätze wie im Beispiel. So, we have to write down the sentences with the help of these given information. So, one example is given there. Herr und Frau Weigel stehen an der Haltestelle. So, Herr und Frau Weigel stehen an der Haltestelle. Yeah. So, we will write the sentences in the same way. So, Tina ist am Bahnhof. Next, Stefan steht vor der Eisdiele. Herr und Frau Weigel sitzen in den oder im Café. Herr und Frau Weigel sind im Kino. Tina steht in der Goethestraße. Stefan ist in der Telefonzelle. Stefan steht neben dem Auto. Okay, so we move to the next page. So here, stehen oder sitzen. So these two are the verbs. Stehen is to stand, sitzen is to sit. Yeah. So we have to just fill up the different form of these two verbs. So Tina sitzt im Café. Tina steht vor dem Kino. Tina sitzt im Garten. Tina steht an der Haltestelle. Then Stefan sitzt im Auto. Stefan steht neben dem Auto. Then next. Yeah. Nummer 3. Wo kauft man das? Schreib Sätze. So, we have to write down the sentences with the help of given information. So, wo kauft man das? So, where people buy these products. So, like Äpfel, Gurken, Eier, Schuhe, Birnen. Yeah. These all are plural, and then here we have options like Gemüsegeschäft, Supermarkt, Metzgerei, Kaufhaus, Bioladen. Okay, then we will complete the sentences. Nummer 1. Im Gemüsegeschäft kauft man Gurken, Kartoffeln, Karotten. Nummer 2. Im Supermarkt kauft man Äpfel, Birnen, Bananen, Milch, Chips, Torten, Schokoriegel, Suppe, Salat. Nummer 3. In der Metzgerei kauft man Schinken, Wurst, Fleisch und Fisch. Nummer 4. Im Kaufhaus kauft man Schuhe, Mützen, Pullis und Rocks. Nummer 5. Im Bioladen kauft man Apfelsaft, Limonade, Milch. So these are the sentences, these are the products which we buy from these given shops. Nummer 4. Was kann man hier kaufen? So what people can buy from this place. Okay, and then we have to fill up the article also. So in dem oder im. So in dem Gemüsegeschäft kann man Obst und Gemüse kaufen. Nummer 2. In der Konditorei kann man Kuchen und Brötchen kaufen. Nummer 3. In der Kleiderboutique kann man Kleidung kaufen. In dem oder im Kiosk kann man Zeitung und Zeitschrift kaufen. Nummer 5. In der Apotheke kann man Medikamente kaufen. Nummer 6. In dem oder im Schuhgeschäft kann man Schuhen kaufen. Nummer 5. Frau Weigel hat überall etwas liegen lassen. So Frau Weigel has lived something or all over. Okay. So these are the things she has left, and where, these are the places. Okay. So we have to write down, okay, in a complete sentence. So Nummer 1. Frau Weigel hat die Tasche in Gemüsegeschäft liegen lassen.
Okay, then das Brot hat Frau Weigel im Supermarkt liegen lassen. Nummer 3. Frau Weigel hat die Tasche im Gemüsegeschäft liegen lassen. Nummer 4. Frau Weigel hat die Eier, okay, this one, die Eier in der Buchhandlung liegen lassen. Nummer 5. Frau Weigel hat den Salat im, ja, der Salat dem, in dem, im Kaufhaus liegen lassen. Nummer 6. Frau Weigel hat den Käse in der Bäckerei liegen lassen. Frau Nummer 7. Frau Weigel hat der Zeitung in, okay, der Zeitung im Bioladen liegen lassen. Nummer 8. Frau Weigel hat die Äpfel, okay, Äpfel Plural, in der Konditorei liegen lassen. Okay, then we move to the next one, number 6. Okay, so we have to fill up here prepositions. Okay, in, for, an, hinter, neben, against, auch, then article, and also we have to fill up the article. So benutze den Startplan auf Seite 25 im Kursbuch. Okay, so we have to use the Startplan which is given on the our Kursbuch on page number 52. So Nummer 1. So wo liegt das Café Basel? So vor der Schule. Nummer 2. Wo liegt das Kaufhaus? Hinter der St. George Kirche. Wo liegen das Gymnasium? An dem Stephanplatz. Nummer 4. Wo ist die Pizzeria? In der Sebastianstraße. Nummer 5. Wo ist die Eisdiele? Neben dem Kino. Wo liegt die Apotheke? Neben dem Hotel. Wo ist der Mediamarkt? Vor der St. George Kirche. Wo liegt der Blumenladen? Neben der Konditorei. Okay, Nummer 7. Okay, so wo ist denn hier eine Telefonzelle? Then, in der Fischerstraße. Then, vor der Post. So, yeah. This telephone shell is for their post. Then here, neben dem Kino. Then here, for them hotel. Then im Park. Oder here, am Bahnhof. Then Nummer 8. Was passt zusammen? Okay. So Nummer 1. Wo liegt Bank? Wo liegt die Bank? Then neben der Sprachschule. Then liegt das City Hotel. For Nummer 2. Liegt das City Hotel for their post? Then day 9, there for their apotheke. Then number 3, gibt es hier eine Pizzeria? Number A, ja, in der Sebastianstraße. Number 4, wo ist Stefan? Sitzt im Park. Number 5, treffen wir uns im Café? Nein, im Mediamarkt. Number 6, wo ist das Rathaus? B, am Rathausplatz. So, we move to the next one. Nummer 9. So, ergänze. Yeah. Ergänze for oder in. So, we have to use here these two prepositions and then complete this exercise. So, Nummer 1. Wo essen wir Pizza? Okay, so the place is Pizzeria. So, wo essen wir? So, natürlich. In der Pizzeria. Wo parkst du das Auto? Natürlich, im Parkhaus. Wo lernst du Englisch? Natürlich, in der Sprachschule. Then, wo ist ein Taxi? Natürlich, vor dem Kino. Nummer 5. Wo triffst du deine Freunde? Natürlich, im Mediamarkt. Nummer 6. Wo ist eine Telefonzelle? Natürlich vor dem Hotel. Wo machst du Gymnastik? Natürlich im Park. Then here, number 10, we have to fill up here the verb form of verb vision.
es weiß, du weißt, er, sie, es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen, sie wissen. And then here we have to use this verb form in the correct form. So in number 11, so number 1, wo ist das Astra Kino? Das weiß ich nicht. Wir, Nummer 2, wir wissen nicht, wo das Café Basel ist. Nummer 3, du weißt bestimmt, wo die Post ist, nicht wahr? Nummer 4, Herr Meier, wissen Sie, wo das City Hotel ist? Nummer 5, wo ist die Apotheke? Weißt du das? Then number 12, so number 12, there oder them, ergänze. Okay, so here this there is a dative form and this them is also dative form. So this one is for feminine, this one is for masculine and neutrum. Okay, so number 1, wir treffen uns vor dem Kino. Wir treffen uns im in dem Café oder im. Wir treffen uns in dem Mediamarkt oder im Mediamarkt. Wir treffen uns vor dem Museum. Wir treffen uns in der Schule. Wir treffen uns in dem oder im Park. Wir treffen uns vor der Buchhandlung. Wir treffen uns vor der Kirche. Okay, we move to the next one, number 13. Then here, beantworte die Fragen mit Ja und Nein. So we have to answer the questions with yes or no. Weißt du, wo die Post liegt? Ja, ich weiß, wo sie liegt. Sie liegt vor dem Kino. Nein, ich weiß nicht, wo sie liegt. Okay, in this way. So, weißt du, wo die Pizzeria Bella Napoli liegt? Okay, so hint is given there, neben und dann die Buchhandlung. So, ja, ich weiß, wo sie liegt. Sie liegt neben der Buchhandlung. Nein, ich weiß nicht, wo sie liegt. Nummer 3. Weiß Stefan, wo der Park ist? And then, here given the information. So, for der Bebrecht Gymnasium. So, ja, er weiß, wo er liegt. Er liegt vor dem Bebrecht Gymnasium. Nein, er weiß nicht, wo er liegt. Nummer 4. Weißt ihr, wo die Volksbank liegt? So, hinter und dann die Sprachschule. So, ja, wir wissen, wo sie liegt. Sie liegt hinter der Sprachschule. Then, nein, wir wissen nicht, wo sie liegt. Nummer 5. Wissen Tina und Stefan, wo die Eisdiele liegt? Then, hint is in and die Frank. Okay, die Franziska. Okay, sorry. Die Franziskanergasse. So, ja, sie wissen, wo sie liegt. Sie liegt in der Franziskanergasse. Denn nein, sie wissen nicht, wo sie liegt. Nummer 6. Wissen Sie, wo das Astra Kino liegt? Dann zwischen die Post, die Eisdiele. Ja, ich weiß, wo es liegt. Es liegt zwischen der Post und der Eisdiele. Nein, ich weiß nicht, wo es liegt. Und dann Nummer 14 ist hierin. So, wo treffen wir uns? Hierzu und fülle die Tabelle aus. Okay, so we are not going to listen here. So we have, okay, I have done these things in my another video. So just here the answer. So Treffpunkt. So for them Astra Kino. Then here for number 2 in the. Okay, this one is a in their Spieliothek. Okay, so in their Spieliothek. Then number 3 for their Pizzeria Bella Napoli. Then, wo ist das? In der Jakobstrasse, neben der Post, vor der, okay, St. George Kirche. Then here, in der Sebastianstrasse. Then, um wie viel Uhr? So, 20 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr. Then, Nummer 15. Sich treffen uns oder sich. So what we have to do here? What we have to write here? So it's uns oder sich. So wo, Nummer 1. Wo wollen wir uns treffen? So treffen wir uns doch 5 Uhr bei Markus. Nummer 3. Markus und seine Freunde treffen sich zum
zum Fernsehen. Nummer 4. Tina trifft sich mit ihrer Freundin in der Stadt. Nummer 5. Die Weigels und die Martinets sich im Urlaub zufällig an der Algarve getroffen. So, 16. Plätze in der Stadt. So, this one is true and false. So, we have a text. So, we have to go through the text and then do the true false. So, I'm just going to do the question and answers. Okay, so Nummer 1. Plätze sind für eine Stadt sehr wichtig. So, richtig. Nummer 1 ist richtig. Nummer 2. Auf den Plätzen kann man auch Fußball spielen. Falsch. Nummer 2 ist falsch. Nummer 3. Plätze sind ein idealer Treffpunkt. Richtig. Okay, Nummer 3 ist richtig. Nummer 4. Nummer 4. Fast jede deutsche Stadt hat einen Marktplatz. So, richtig. So, Nummer 4 ist richtig. Nummer 5. Straßenmusikanten spielen nicht gern auf den Plätzen. So, it's a falsch. Nummer 5 ist falsch. Nummer 6. Auf den Plätzen finden Stadtteilfeste statt. So, richtig. Okay, Nummer 6 ist richtig. Dann, an den Plätzen gibt es viele Cafés. Dann, richtig. Okay, so then we are going to do number 17. So, Sätze, Bausätze, yeah? So, Bausätze. So, that means we have to make the sentences with the help of these given words. So, the first sentence is, their Media Markt liegt neben der Buchhandlung. Okay. Number 2, die Apotheke ist in der Kaiserstraße. Then number 3, das Kino liegt neben dem Supermarkt. Nummer 4, der Blumenladen liegt neben dem Kaufhaus. Nummer 5, das Café liegt am Marktplatz. Dann Nummer 6, wir treffen uns im Café Basser. Nummer 7. Cafés gibt es in der Fußgängerzone. Then we move to the next one. Number 18. Yeah, so still Fragen. So answers are given there. We have to form the question. So Nummer 1 ist, wo liegt die Eisdiele? In der Jakobstraße. Nummer 2. Wo liegt der Blumenladen? Neben dem Kaufhaus. Nummer 3. Wo treffen wir uns? Im Mediamarkt. Nummer 4. Wo kaufst du Obst und Gemüse? Im Bioladen. Nummer 5. Gibt es hier einen Mediamarkt? Ja, vor dem Kino. Nummer 6. Wo kauft man Brot? In der Bäckerei oder im Supermarkt? Then, Nummer 19 is activity, a kind of activity. So, we are not going to discuss this one. You have to prepare a dialogue. So, now number 20. Richtig schreiben. Okay, we have to find out which word meaning is correct, yeah? So which spelling is correct actually. So was ist richtig, was ist falsch? Stress die falschen Wörter durch. So what we have to do? We have to just cross the wrong one, yeah? So here, so there, Bahnhof. So I have done here. So we have take out the correct one, yeah? So there, Bahnhof. So this one is wrong. And this one is correct, yeah. So there, Bahnhof. Then the Haltestelle, and here the Haltestelle, yeah. Here the Kirche. So this tick one is a correct one, yeah. So you can see here. So das Kino is correct. Das Café, this one is correct. Then this one is correct. That their cafe. Then here das Theater, this one is correct. Then das Restaurant, this one is correct. The Ecke, and there. Here, their Fußgänger. Okay, so this one is correct. So then we move to the next one. So number 21. So here felt it was. So set oder double S. So we have to find out here where we can write this S set oder this double S. So Peter weißt du. So here S set. So Peter weißt du, wo Mario wohnt.
Nein, ich weiß es auch nicht, aber sicher wissen es seine Freunde. So doppelt es hier. Dann hallo Stefan, hallo Boris, wisst ihr, wo Markus wohnt? Denn leider wissen wir es auch nicht. So, fragen wir mal unsere Lehrerin, Frau Schröder. Denn Frau Schröder, wissen Sie, wo Mario wohnt? Ja, natürlich habe ich seine Adresse. Er wohnt in der Langerstraße Nummer 15. Aha, in der Langergasse? So, Langergasse? Nein, nicht in der Langergasse. In der Langerstraße. Okay, so in this way we can find out. So where we have to write down SZ and then double S. So with this one, with this exercise, we are going to finish this chapter. So we will do it. We will do the next chapter, next video. Then auf Wiedersehen.